Und es gibt es jetzt ja schon fast über 100 Jahre. Und ja, das ist die Maschine, aus der du gerade gearbeitet hast, ist die von meinem Opa. Der hat die 54 gekauft. Nach dem Krieg ist er aus Gefangenschaft gekommen. Das war die erste Maschine, die er sich geleistet hat. Wir haben 5 Lehrlinge im Betrieb. Wir bilden schon seit Jahrzehnten eigentlich aus. Man muss halt auch den Mitarbeiter oder auch den Lehrlinge vor allem was bieten. Wir machen auch ganz viel mit, wenn sie so Aktionen haben vom Regionalmanagement oder mit der Azubi-Rotation mit, weil es einfach wichtig ist, dass man als guter Ausbildungsbetrieb Publicity hat und bekannt ist. Da haben wir momentan einen Maler bei uns. Das Besondere an denen ist, das sind die Fenster wie früher. Die Fenster haben aber natürlich nicht alt, sondern die haben natürlich Hightech. Und jetzt geht's in den Keller, oder was? Wo geht's da hin? Mach auf. Was ist das? Der Schreiner macht einen Schrein. Wir machen das nebenbei, also Hauptgeschäft ist schon die Firma, die Schreinerei. Aber trotzdem so 50 Mal im Jahr da lokal für die nächsten Ortschaften machen wir eben diese Abholungen. Jetzt glaube ich, ist soweit. Feuerwehr, ich muss weg. Wartest du bei mir im Büro? Ich komme vielleicht eh gleich wieder. Mein Großvater, mein Vater waren schon aktive, sehr aktive Feuerwehrmänner, also mein Vater speziell. Und es war eigentlich vorprogrammiert, dass ich da zu der Jugendfeuerwehr dazugehen muss. Das Schöne an der Feuerwehr ist, dass die ganzen verschiedenen Leute einfach zusammenkommen und alle gleich sind. Also wenn man das einmal erfahren hat und auch dann auch die positive Rückmeldung kriegt, wenn man was geleistet hat, also wenn wirklich was gut war, dann das möchte man dann öfter haben.